Habt ihr auch schon mal gehört, Peter Lustig sei ein Kinderhasser gewesen? In diesem Video zeige ich euch, was wirklich dahinter steckt. Denn ich interviewe zum ersten Mal den Mann, mit dem das alles angefangen hat. Obwohl er eigentlich gar nichts dafür konnte. Wenn ihr neu hier seid, hi und willkommen auf meinem Channel. Ich bin Mats und ich recherchiere für euch, was wirklich hinter den Schlagzeilen der Klatschblätter, YouTuber und sozialen Medien steckt. Heute erzähle ich euch eine unfassbare Geschichte darüber, wie mächtig Medien sind, wie zerstörerisch Gerüchte sein können und wie manchmal die nettesten Menschen in die schlimmsten Sachen verstrickt werden. Peter Lustig kennt man vor allem als Moderator der Kindersendung Löwenzahn. Über 30 Jahre lang erklärte er darin auf seine einzigartige Art die Welt und wurde dadurch zum Helden von Millionen von Kindern. Auch viele von euch sind bestimmt mit ihm groß geworden. Ich habe ihn auch früher unheimlich gerne geguckt und viel von ihm gelernt. Umso größer war der Schock, als ich später erfahren musste, dass er uns offenbar eiskalt belogen hatte. Weil der nette Herr Lustig Kinder angeblich gar nicht leiden konnte. Und es ging nicht nur mir so. Wenn ich in den Jahren danach mit Leuten über Peter Lustig sprach, kam fast immer sofort die Reaktion, ach, das war doch der Kinderhasser. Der Held unserer Kindheit hatte uns alle betrogen, dachte ich. Bis ich mich eines Tages auf Spurensuche begab und herausfand, was wirklich hinter all dem steckte. Und zwar begann diese Geschichte im Jahr 2002 in einem Café in Berlin. Dort traf sich Peter Lustig damals mit einem Journalisten und gab ihm ein langes Interview. Aber um eines schon mal klarzustellen, der Journalist ist nicht der Böse in dieser Geschichte, ganz im Gegenteil. Er ist ein sehr, sehr guter Journalist, der schon mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde und der damals weder geahnt noch beabsichtigt hat, was für Folgen sein Interview haben würde. Aber ich lasse ihn das mal selber erzählen, denn ich habe ihn für euch getroffen. Hallo, ich bin Kai Biermann und ich bin Journalist. Ich habe vor mehr als 20 Jahren Peter Fritz Willi Lustig interviewt, den viele oder die meisten aus Löwenzahn kennen. Kai Biermann arbeitete damals als freier Journalist für die Stuttgarter Zeitung. Und die wollte gerne ein Interview mit Peter Lustig haben, weil er damals 65 Jahre alt wurde und alle sich fragten, ob er in Rente gehen oder Löwenzahn weiter moderieren würde. Das war sozusagen der Auftrag an mich als freien Journalisten. Triff doch mal den Lustig und red mit dem und sprich mit ihm über seine Sendung und über Rente und über Kinder. Und dann habe ich ihm geschrieben und bekam eine Antwort und wir haben einen Termin ausgemacht und wir haben uns in Berlin getroffen, in der Nähe des Kudamms, wo er damals wohnte. Und wir haben einige Stunden in einem Café gesessen und uns unterhalten. Und es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit einem sehr überlegten, freundlichen und sich selbst hinterfragenden Mann. Die beiden sprachen über viele verschiedene Themen, über Flohmärkte, über Müsli und, hier wird es besonders interessant, über Kinder und über die Bild-Zeitung. Zur Bild-Zeitung später mehr. Kommen wir erstmal zu den Kindern. Ich habe es extra nochmal rausgesucht zu diesem Anlass, um vorzulesen, was er wörtlich gesagt hat. Ich habe das Gespräch damals auf ein Band aufgenommen und abgetippt. Und ich zitiere jetzt das abgetippte Interview. Zitat, mit Kindern und Tieren drehen ist so eine Sache. Das ist anstrengend und sie gehören einfach nicht vor die Kamera. Das ist eine Tier- und Kinderquälerei. Immer. Und die armen Kinder, die mitmachen müssen beim Film, die tun mir immer leid. Das ist nichts für Kinder. Wieso, sagen die? Wieso soll ich das nochmal machen? Ist doch gut so. Nein, da war der Ton und dieses und jenes. Also bitte noch einmal. Und dann sollen sie auch noch Gesichter dazu schneiden. Und sie wissen gar nicht, wie das geht. Und dann gibt es noch eine zweite Stelle. Da geht es wieder um Kinder. Und da geht es auch um seine eigenen Kinder. Und da sagt er, dass er überhaupt keine Probleme mit Kindern hat. Und dass er sie durchaus mag. Aber dass er sie versucht zu nehmen, wie sie sind. Als Menschen. Und dass er von ihnen hofft und erwartet, dass sie ihn so nehmen, wie er ist, als alter Mann. Zitat, aber natürlich stören sie und sind klebrig. Andererseits kann ich mit Kindern sehr gut. Ich habe nie Schwierigkeiten mit denen, weil ich von Anfang an sage, ich akzeptiere dich, du mich aber bitte auch. Und so kommen wir gut klar. Ich kann auch jedem Kind ins Gesicht sagen, ihr seid klebrig. Na, das wissen die doch selber, das ist doch klar. Und vielleicht ist es ja das, dass sie das merken und mich akzeptieren, auch in den Sendungen. Und sagen, eh, der Lustig ist cool. So, das ist in dem Text, den ich dann veröffentlicht habe, habe ich das etwas sprachlich geglättet, aber der Inhalt war der gleiche. Peter Lustig will beim Drehen keine Kinder dabei haben, weil er findet, so wie Dreharbeiten laufen, mit den dauernden Wiederholungen und mit den dauernden Anmerkungen, dass jetzt dieses und jenes so gespielt werden müsse, das sei für Kinder eine völlig falsche Art zu arbeiten und viel zu anstrengend für sie, weil Kinder eben spontan seien, das sagt er an anderen Stellen, wenn man sie in so ein Korsett zwängen, man ihnen Gewalt antue und das war der Hintergrund, warum man das nicht wollte. Das Interview erschien kurz darauf im Wochenendmagazin der Stuttgarter Zeitung. Und dann passierte erstmal gar nichts. Denn wer das Interview las, verstand sofort, was Peter Lustig meinte. Er mag Kinder, will sie aber nicht vor die Kamera zerren, weil das viel zu anstrengend für sie ist. Also total verständliche Aussagen, die auch gut zu dem Peter Lustig passten, den wir alle kannten. Darum gab es in den Tagen, nachdem das Interview erschienen war, auch überhaupt keine Aufregung. Kein Shitstorm, kein Skandal. Eine Woche lang blieb alles ruhig. Doch dann kam die Bild-Zeitung. Peter Lustig, ich kann Kinder nicht leiden, titelte die Bild am Sonntag. Im Artikel hieß es, Peter Lustig habe gesagt, ich kann Kinder nicht leiden. Sie sind entweder klebrig oder sie stören oder sind laut. Das heißt, seine Aussagen wurden komplett verdreht. Statt zu schreiben, dass er Kinder beim Drehen nicht dabei haben will, behauptete die Bild-Zeitung, er könne Kinder grundsätzlich nicht leiden.
Viele andere Medien schrieben die Geschichte sofort bei der Bild-Zeitung ab, ohne sie zu überprüfen. Und so konnte man in den nächsten Tagen überall lesen: Peter Lustig kann Kinder nicht leiden. Klebrig oder laut, Peter Lustig mag keine Kinder. Besonders heftig attackiert wurde Peter Lustig dabei von den Zeitungen des Axel Springer Verlags. Von der Bild-Zeitung sowieso, aber auch zum Beispiel von der Berliner Morgenpost, die damals noch zum Springer Verlag gehörte. Generationen gutgläubiger Zwerge hat Kinderhasser Lustig mit der netter Onkel mit Bart und Brille, der euch alle lieb hat, Tour arglistig getäuscht. So ähnlich hat das auch die böse Hexe mit Hänsel und Gretel gemacht. Die hatte aber wenigstens ein Pfefferkuchenhaus zu bieten im Vergleich zu Lustigs schäbigen Bauwagen. Und obwohl Peter Lustig und das ZDF die Geschichte der Bild-Zeitung sofort dementierten, war sie nicht mehr aufzuhalten. Wie unglaublich schnell sich die Lüge überall verbreitete und wie viel Wut sie bei den Menschen auslöste, konnte man dann zum Beispiel an den vielen empörten Leserbriefen erkennen. Er sollte sich schämen, wir werden Löwenzahn nicht mehr anschauen, schrieb zum Beispiel eine wütende Mutter dem Kölner Express. Ein Leser der Hamburger Morgenpost schimpfte, es ist unfassbar, man müsste Peter Lustig sofort die Sendung entziehen. Auch viele traurige Kinder kamen in den Medien zu Wort, wie hier der 7-jährige Tom. Ich habe CD-ROMs von Löwenzahn und finde auch die Sendung ganz toll. Auch weil der Peter Lustig so lustig ist. Dass der uns Kinder nicht leiden kann, finde ich total blöd. Und meine Mama hat auch gesagt, dass sie jetzt richtig geschockt ist. Geschockt war auch Kai Biermann. Der hatte natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass die Bild-Zeitung sein Interview komplett verdrehen und Peter Lustig damit zum Kinderhasser machen würde. Ich weiß nur, ich habe eine dieser Schlagzeilen gesehen, Peter Lustig hasst Kinder. Also ich war entsetzt, ehrlich gesagt, wie man das daraus machen kann. Und habe daraufhin Peter Lustig einen Brief geschrieben, einen langen, habe mich sehr entschuldigt, dass mir das sehr leid tut, dass sozusagen die Zitate aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Ich habe mich für meine Zunft entschuldigt, für meine Kolleginnen und Kollegen bei anderen Medien, dass sie ihm jetzt solche Schwierigkeiten machen aufgrund seines sehr ehrlichen, freundlichen und angenehmen Gesprächs. Dann haben wir noch telefoniert anschließend, also den Brief hat er bekommen und gelesen, dann rief er mich an und wir haben telefoniert. Er meinte, ich soll mir keine Gedanken machen, er macht sich auch keine. Für ihn spiele das keine Rolle, er nehme das nicht so ernst. Vielleicht dachte er auch, dass die Lüge schnell wieder aus den Köpfen der Leute verschwinden würde. Doch leider tat sie das nicht. Viele Jahre lang verbreitete sie sich ungehindert weiter, sodass Peter Lustig bis zu seinem Tod im Jahr 2016 immer noch den Ruf hatte, er könnte Kinder nicht leiden. Selbst heute gibt es immer noch sehr viele Menschen, die das immer noch glauben. Die Bild-Zeitung, die das alles verursacht hat, unternahm danach auch nie den Versuch, die Sache richtigzustellen. Was natürlich die Frage aufwirft, warum das alles? Aus zwei Gründen. Erstens, weil der Bild-Zeitung die Wahrheit völlig egal ist und sie nur daran interessiert ist, mit aufregenden Schlagzeilen Geld zu verdienen. Auch wenn sie damit gnadenlos das Leben unschuldiger Menschen zerstört und Millionen von Menschen knallhart belügt. Und zweitens, weil sie sich an Peter Lustig rächen wollte. Denn wie ich eben schon mal kurz angesprochen habe, hat Peter Lustig im Interview mit Kai Biermann auch über die Bild-Zeitung gesprochen. Peter Lustig hat mir damals im Interview gesagt, wenn mich irgendetwas stört, ist es die Dummheit. Mensch, wir haben das Gehirn. Und wozu wird es benutzt? Zum Bild-Zeitung lesen. Das ist eine solche Verschwendung. Und als Rache für diese leicht kritischen Worte machte die Bild-Zeitung Peter Lustig zum Kinderhasser. Jahre später sagte er mal, wer die Bild-Zeitung kritisiert, muss sich auf Rache gefasst machen. Über mich haben sie einmal verbreitet, ich würde keine Kinder mögen. Absurd. Aber bei den Menschen bleibt so etwas kleben. Und nachdem er das gesagt hatte, kam sofort die nächste Racheaktion von der Bild-Zeitung. Denn wenige Tage später erklärte sie Peter Lustig auf ihrer Titelseite zum Verlierer des Tages. Selbst als Peter Lustig starb, ließ die Bild-Zeitung nicht von ihm ab. Schon einen Tag nach seinem Tod warf sie wieder groß die Frage auf, ob er Kinder überhaupt leiden konnte. Löwenzahn-Moderator Peter Lustig ist tot. Mochte er eigentlich Kinder? Wer den Artikel anklickte, erfuhr zwar immerhin, dass er kein Kinderhasser war, dabei tat die Bild-Zeitung aber so, als hätte sie diese Falschmeldung aufgedeckt und damit Peter Lustigs Ehre gerettet. Dass sie es war, die diese Lüge überhaupt erst in die Welt gesetzt hatte, ließ sie natürlich unerwähnt. Kommen wir aber nochmal zurück zu Kai Biermann. Der hatte nämlich gar nicht mitbekommen, dass sich die Kinderhasser-Lüge so viele Jahre lang weiterverbreitet hatte. Erst als er am Todestag von Peter Lustig von zwei Kolleginnen darauf angesprochen wurde, dass das doch der gewesen sei, der Kinder hasste, wurde ihm bewusst, wie sehr sich die Falschmeldung festgesetzt hatte. Das tat mir natürlich leid. Mit beteiligt gewesen zu sein daran, unschuldig zwar, aber letztlich mit beteiligt gewesen zu sein daran, dass für viele Menschen die Kindheitserinnerung zu Löwenzahn einen negativen Touch hatte. Weil das ist ja, was die Überschrift macht. Sie emotionalisiert ja, guck mal, ihr hier habt ja eine schöne Erinnerung und das zerstören wir euch jetzt, weil die ist falsch. Und viele Menschen haben das offenbar genauso wahrgenommen, haben einfach geglaubt, was in der Bild-Zeitung stand. Und ja, natürlich tut mir das leid, wenn jemand so eine negative Kindheitserinnerung plötzlich hat, die ursprünglich mal positiv war. Ich finde zwar, dass er sich da überhaupt keine Vorwürfe machen muss, weil es einzig und allein die Schuld der Bild-Zeitung war, aber er selbst macht sich dafür mitverantwortlich. Ich bin der wahrheitsgemäßen Berichterstattung verpflichtet. Das ist meine erste Verpflichtung. Aber natürlich habe ich auch eine Verantwortung für die Protagonistinnen und Protagonisten, über die ich schreibe, und muss überlegen, muss ich die vor irgendwas schützen? Ich hätte ja darüber nachdenken müssen, wie die Zitate, die ich da wiedergebe, gelesen werden können.
Damals, das ist mehr als 20 Jahre her, dieser Text, war das noch nicht so offensichtlich wie heute. Heute ist es ja leider noch viel, viel üblicher, Dinge aus dem Zusammenhang zu reißen und zu verdrehen, in einen anderen Kontext zu stellen, in einen anderen politischen Kontext zu stellen, in das Gegenteil zu wenden. Damals war es noch nicht so häufig, trotzdem hätte ich es ja mitdenken können. Ja, und mir überlegen könnten, vielleicht sollte ich das Zitat dann doch weglassen. Was natürlich auch wieder ein total schizophrener Gedanke ist, wenn man ihn weiterspinnt, weil mit so einer Schere im Kopf zu arbeiten, mit so einem, darf ich die Wirklichkeit eigentlich in Gänze zeigen oder sollte ich es besser lassen, weil sie missbraucht werden könnte, so kann man als Journalist ja eigentlich auch nicht arbeiten. Aber diese Form der Nutzung von Zitaten führt leider dazu, dass man, oder dass ich zumindest über sowas nachdenke. Immer wieder. Also ich stelle mir auch heute bei meiner Arbeit die Frage, ne? Wo ist meine Verantwortung dabei, wenn ich das veröffentliche? Und auch wenn ich Kai Biermann hier in allem zustimme, finde ich nicht, dass man ihm im Fall Peter Lustig irgendwelche Vorwürfe machen kann. Allein die Tatsache, dass in den ersten Tagen nach Veröffentlichung des Interviews niemand auch nur ansatzweise auf die Idee kam, die Aussagen von Peter Lustig so zu interpretieren, dass er ein Kinderhasser sei, zeigt ja schon, dass die Zitate nicht missverständlich formuliert waren. Erst als die Bild-Zeitung die Aussagen bewusst verdrehte und viele Leute ja einfach glaubten, wurde daraus dieses zerstörerische Gerücht, das sich überall verbreitete und bis heute gehalten hat. Was am Ende wieder ein Beleg dafür ist, dass Peter Lustig recht hatte. Wenn wir unser Gehirn zum Bild-Zeitung-Lesen benutzen, ist es eine unglaubliche Verschwendung. Stattdessen sollten wir lieber kritisch denken, Sachen hinterfragen und mit offenen Augen durch die Welt gehen. Ich glaube, das war ihm wirklich wichtig, weil er mit seiner in der Sendung so demonstrierten kindlichen Neugier, mit der er so durch die Welt läuft, Fehler macht, Sachen ausprobiert, vor allem eins wollte, nämlich, dass Kinder die Welt ausprobieren. Und sie nicht einfach so hinnehmen, sondern sie hinterfragen, kritisch sind, neugierig sind, an Dingen rumspielen, damit basteln, ausprobieren, andere Verwendungen dafür finden. Er hat auch mit leuchtenden Augen erzählt, was er im Rahmen der Sendung alles sich ansehen und anfassen durfte und womit er alles fahren durfte und so. Und diese Freude, die merkt man diesen Sendungen bis heute an, finde ich. Also diese neugierige Freude, irgendwo hinzugehen und sich was anzuschauen. Und ich kann nur sagen, dass ich habe als Kind Löwenzahn gesehen, also Peter Lustig war auch einer meiner Kindheitshelden. Und diese Neugier und diese Freude an der Welt, die ist auch was, was mich motiviert hat, Journalist zu werden. Unter anderem, neben vielen anderen Dingen auch. Weil ich die Welt erfahren will und sie hinterfragen will und sie mir selber angucken möchte. In diesem Sinne, lasst uns aus dieser furchtbaren Kinderhasser-Geschichte doch was Positives machen und von jetzt an noch mehr Sachen ausprobieren und kritisch hinterfragen, erst recht Schlagzeilen, die von der Bild-Zeitung kommen. Und lasst uns mit so viel Neugier und Freude am Entdecken durch die Welt gehen wie Kai Biermann und wie Peter Lustig. Wenn ihr mehr solcher Recherchen sehen wollt, abonniert gerne meinen Kanal und liked dieses Video. Das hilft sehr dabei, dass auch andere es sehen und ich weiter diese Arbeit machen kann. Und wenn es euch interessiert, wie die Bild-Zeitung sonst noch arbeitet, ich habe dazu mal ein Buch geschrieben. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Danke euch, danke Kai Biermann, danke Peter Lustig. Ihr seid ja immer noch da. Abschalten. Kommt nichts mehr. Tschüss.